Gott zum Gruße, du wunderschöne Seele da draußen und herzlich willkommen zum Engeltrend des Tages für den 23. April 2020. Ich freue mich, dass du einschaltest. Die Karte aus meinem Kraft der Engel-Orakel ist die neue Liebe. Spannendes Tagestrend, ne? Heute geht es tatsächlich um die Liebe, alles dreht sich um die Liebe. Es kann also gut sein, dass eine bestehende Partnerschaft wieder neu auflebt. Wenn du Single bist, das hast du heute tolle Gelegenheiten, tolle Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen oder den Menschen, den du im Herzen trägst. Vielleicht entsteht sogar eine ganz tolle Begegnung heute zwischen euch beiden. Auf jeden Fall ist heute ein Tag für die Liebe. Meine wunderschönen Rosen hier zeigen es ja auch schon an. Ne? Ich habe hier so schöne rote Rosen und weiße Rosen, diese bunten Rosen hier, so mögen dich in der Energie heute unterstützen, denn Blumen sind ja auch die kleinen Heiler, ne? Also deswegen finde ich das gerade so toll mit der Liebe und den Rosen hier, ganz, ganz toll. Also mögen die Engel dich heute da begleiten. Der Engel Tarot zeigt dir die Herrscherin Erzengel Gabriel an. Das heißt, sei heute ganz Frau, ne? Sei einfach ganz Frau. Lebe deine Weiblichkeit und du hast heute tolle Möglichkeiten, dass Träume sich erfüllen, Wünsche sich erfüllen. Und da dreht es sich natürlich auch um die Liebe als solches. Ne? Es gibt dir selbst und anderen die Gelegenheit zu wachsen. Und wo kann man besser wachsen als in wunderschönen Liebesbeziehungen, in der romantischen Liebe und dergleichen. Ne? Das sind Dinge, die bringen dich tatsächlich in deinem Leben weiter und führen zu großartigem spirituellem Wachstum. Die Karte der Herrscherin zeigt auch die Mutterschaft an. Das kann also gut sein, wenn du Mutter bist, wird die Liebe auch zwischen dir und deinen Kindern sehr, sehr gestärkt. Oder wenn du einen Kinderwunsch in dir trägst, dann kann es natürlich sein, dass du vielleicht gerade heute schwanger wirst. Also das fände ich ganz, ganz spannend. Energieheilungsarbeit ist die Karte aus dem Erzengel Michael-Orakel. Das heißt, heute haben wir auch eine tolle Energie, um für die Liebe energieheilungstechnisch was zu tun. Das heißt, wir können natürlich eine tolle Energiearbeit machen. Das mache ich im Rahmen meiner Beratung auch sehr, sehr gerne für dich. Wenn du eine intensive Energiearbeit haben möchtest, dann buch einfach mal eine Stunde bei mir und wir werden dann richtig was für dein Liebesleben tun. Ne? Also, und die Preise sind ja momentan moderat und absolut im Angebot. Einfach mal auf das Ico klicken oder unten im Beschreibungstext auf den Link und deine Beratung buchen. Natürlich wollen wir auch für die heutige Tagesenergie wieder beten, um diese Energieheilungsarbeit und dann diese Energie zu unterstützen. Lieber Gott, lieber Erzengel Michael, danke, dass ihr mir und durch mich hindurch heilende Energie sendet. Zu meinem eigenen Segen und zum Segen der Menschen in meinem Umfeld. Danke, dass ihr mich in Kontakt mit liebevollen Heilern und Lehrern mit hoher Integrität bringt. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag, genieße ihn, Gott segne dich und schütze dich und er möge dich mit den Engeln durch deinen Tag führen. Bis morgen. Tschüss.